Labor für Entrepreneurship. Man kann ja an Gründen in verschiedener Weise rangehen. Man kann sagen, ich brauche eine Menge Kenntnisse und wenn ich die Kenntnisse habe, dann kann ich anfangen zu gründen. Ich bin so nicht so der größte Anhänger dieser Vorstellung. Man kann sagen, Gründen ist was ganz anderes, hat mit einer Haltung zu tun, mit Begeisterung und mit Anliegen, das man verfolgt. Da glaube ich schon eher dran. Aber wenn wir Eberhard Wagemann hier haben, dann ist, glaube ich, noch ein dritter Zugang möglich. Und der heißt, man braucht ja auch Energie, man braucht Durchhaltevermögen. Man muss einen kleinen Marathon laufen, vielleicht sogar einen großen Marathon. Und einer, der ganz große Marathons läuft, ist Eberhard Wagemann. Aber so Marathons, wo man denkt, Wahnsinn, so 270 Kilometer durch die Wüste. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm auch so privat unterhalten. Das ist dann schon so an der Linie, wo man sagt, außergewöhnlich, zwischen verrückt, außergewöhnlich und eigentlich völlig jenseits, wie von einem anderen Stern. Also wenn jemand was von Energie versteht und wie man mit Energie umgeht oder wie man sie bekommt und wie man sie erhält, dann ist es Eberhard Wagemann. Sie sehen ja schon an dem, was hier alles aushängt, wenn ihr etwas anpackt, dann macht ihr es gründlich. Und heute, das Labor wird so sein, dass er mit Ihnen etwas macht. Normalerweise erzähle ich ja, oder ich habe jemanden hier vorne und Sie haben hoffentlich was von der Diskussion, aber er macht heute Übungen und ja. Also ich verspreche einen interessanten Abend und gebe erstmal ab. Ich habe gesagt, so ab und zu greife ich ein. Ich kenne ihn ja schon ein bisschen. Ab und zu greife ich ein, aber im Großen und Ganzen wird er das Labor leiten, ihn Dinge versuchen beizubringen, wo es wirklich lang geht, wo es, ja, ich glaube in seinen Worten, wo es um Befreiung geht, wo es um Energie geht, wo wir aus uns herauswachsen, über uns hinauswachsen. Das ist die Idee dabei. Ja, gebe ab an Herrn Wagemann. Ja, danke schön. Danke. Danke schön. Ja, Herr Faltin, erstmal guten Abend und toll, dass so viele gekommen sind. Ich denke, wir wollen heute, ich denke mal so 2,5 bis 3 Stunden, so wie die Zeit ist und wie Ihre Aufmerksamkeit und Energie. Aber keine Angst, das kriegen wir schon durch ganz gut durch. Das soll heute auch was ganz Besonderes für uns alle sein. Das werde ich noch so ein bisschen sagen, wie ich mir heute so die 2-3 Stunden vorstelle. Aber erstmal, Herr Faltin, auch Ihnen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich glaube, er hat ja nun einen besonderen Applaus auch mal jetzt verdient. Er hat ja dieses tolle Buch rausgegeben, wenn Sie das schon gelesen haben. Also ich kann es fast schon auswendig, Herr Faltin. Wir sind das Kapital und ich weiß, wie viel Mühe und Arbeit da drin steckt. Und was Sie da auch für die, da kommen wir auch noch zu, was Sie da auch so ein bisschen gesellschaftlich gegeben haben mit dem Buch, das ist ja ein bisschen mehr. Also für mich war es auch, das ist vielleicht ganz wichtig, für mich war es auch ein politisches Manifest. Das Buch ist für mich ein politisches Manifest, was uns auch verbindet. Deshalb kommen wir zu den Spitzenleistungen. Wie ist überhaupt sowas möglich? Natürlich im Alltag, aber auch unternehmerisch. Ist natürlich, wenn ich für etwas Höheres arbeite und lebe, als für mich selber. Das ist vielleicht schon mal ein Schlüsselsatz. Wir werden heute Schlüsselsätze rausarbeiten, dass Sie sich die dann bitte auch merken. Und dann kommen Sie auch an die Ressource ran, wie man Spitzenleistung erreichen kann, sowohl persönlich als auch gerne unternehmerisch, ohne, und das ist jetzt der Königsweg, ohne mentalen und körperlichen Raubbau. Ja, Faltin, also ich denke, da gehen wir ihm nochmal, wirklich, das Buch ist ja eine Fleißarbeit, super. Und Sie haben da wieder, das wird bestimmt, also ein Bestseller ist ja schon auf den Bestsellerlisten und man sieht ja, was Sie auch bewegt im Leben. Das ist auch unsere sehr, sehr lange Verbindung. Es geht nicht nur um das Unternehmerische. Wie sind so eine Spitzenleistung möglich, auch bei mir, sondern es war immer auch ein bisschen was, also wie ich festgestellt habe, dass ich, wenn ich nur für mich arbeite, sehr begrenzt, dann habe ich zwar meine Leistung gebracht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und wie kommt man nur an die Ressource ran? Das ist natürlich ein langer Weg. Und ein Thema war auch, das ist ja auch heute das große Stichwort Potenzialentfaltung. Wie kann ich mein Potenzial entfalten? Potenzial entfalten, vielleicht nochmal dazu, ist ja etwas,
dass wir diese Begriffsdefinition nochmal nehmen. Es geht ja auf der einen Seite um Ressource, wenn Sie sich das mal aufschreiben. Ressource ist das, was man hat. Es wird oft durcheinander gebracht. Also Ressourcennutzung. Ressource ist das, was man hat. Und Potenzial, Entfaltung oder Potenzial, und jetzt kommt es, ist das, was man noch nicht hat, was man sein könnte, was man noch entwickeln muss. Aber das Potenzial, und das Schöne ist, beim Potenzial, Sie müssen, deshalb kann man Spitzenleistung bringen, im Grunde genommen jeder auf seine Art. Das muss jetzt nicht nur immer im Sport sein, das wollen Sie überhaupt nicht falsch verstehen, sondern es geht darum, weil das in jedem in uns ist. Deshalb, wenn Sie hier das Chart sehen, in uns ist dieses schlummernde Potenzial, ich muss das nur rauskitzeln. Und das soll heute so ein bisschen auch unser roter Faden sein. Und Herr Faltin hatte das ja schon angekündigt, wir werden Übungen machen. Übungen so, dass Sie, stelle ich mir vor, dass mein Ziel ist heute, dass Sie dann nach Hause gehen und so ein im roten Faden, übrigens auch bei mir möglich, also ich biete auch mal einen roten Faden, sonst verwirre ich lieber. Das ist wichtig wegen des Gehirns, aber heute biete ich mal einen roten Faden. Sie haben heute also die Gelegenheit, ein Konzept mitzubekommen, auch von den Fragestellungen her. Das ist ganz wichtig, die Sie dann auch zu Hause weiterentwickeln können. Und dann haben Sie im Grunde genommen mehr oder weniger einen roten Faden für Ihr Leben. Ist das ein Angebot? Ja, also das kann ich, das ist jetzt die Intention. Sie sehen, energetisch ziehe ich jetzt das ganze Ding. Ich will das auch immer erklären, warum ich so rede und was mache. Das ist vielleicht auch für Sie interessant. Damit ziehe ich jetzt auch energetisch mal den Laden nach oben. Also wir uns gemeinsam. Wir sind ja jetzt eine Gruppe und ich arbeite jetzt auch sehr, sehr gerne mit Gruppenenergie. Und jeder hat ja ein Potenzial oder eine Ressource und das wollen wir jetzt auch mal bündeln. Und dann können wir ja sehen, wenn wir um 9:30 fertig wären. Manchmal mache ich auch Late Night. Unvorgehofft, das kann dann auch bis 1 gehen, müssen wir mal sehen, keine Angst. Also wir werden so um 9:30 aufhören, müssen wir mal sehen, wie die Energie ist. Und Sie haben, wie gesagt, dann ein kleines Konzept, auch für den Alltag, und haben mal ansatzweise, und darauf kommt es mir an, ansatzweise durch die Übung, die Sie mitbekommen und dann ausarbeiten können auch, ansatzweise mal ein Gefühl, wie kommt man an solche Spitzenleistungen ran? Also wie kann man sein Potenzial entfalten? Und mehr geht es ja gar nicht. So, das ist mal so mein Angebot. Und ich würde sagen, bevor wir anfangen, so geht es natürlich nicht. Also Spitzenleistung, ne, kann man so nicht erreichen. Das ist ganz klar, man sitzt und hört zu. Wir kommen ja alle aus dem Alltag, ist das richtig, hierher. Und das ist vielleicht auch schon ganz wichtig, Spitzenleistung erreicht man dann, das ist das nächste Schlüsselwort, man muss gewisse Rituale im Leben haben. Also ich habe wenige, aber ich habe einige Rituale. Das ist wie bei mir wie so ein Paket, das mache ich, kann ich in 3 Minuten machen, aber auch in 10 oder in einer halben Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Also das merken Sie sich mal, Spitzenleistung, Potenzialentwicklung ist weiter wichtig. Ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit. Also ich muss, also optimal ist, wenn ich meinen Alltag, also auch meinen unternehmerischen Alltag, in gewisser Weise ritualisiere. Da kommen wir noch zu. Wir wollen ja gleich anfangen und üben. Dann haben Sie so ein Gefühl, um was es geht. Das ist ja alles ganz einfach. Aber ich brauche so mal so einen Plan. Und die meisten haben keinen Plan für den Tag und verhauen da unglaublich Zeit. Wenn ich das natürlich unternehmerisch sehe, ne, ist da ja in so einem Tag eine unglaubliche Wertschöpfung, die muss ich erst mal rausholen. Und die meisten holen aus 12, 13, 14, 15, 16 Stunden nicht genug raus. Und das Problem ist, sie holen nicht genug raus und sind dann noch müde abends. Ne? An sich nach 10 Uhr müsste es ja erst losgehen. Also das Zeichen, ob sie gut im Alltag sind, ist, ob sie abends, wenn sie im Grunde genommen um 22 Uhr nach Hause gehen, davon gehe ich dann jetzt mal aus, weil es sie natürlich reißt, ihr Ding zu machen, müssten sie dann um 22 Uhr noch müde sein. Das ist übrigens ein Training von mir gewesen. Lange Jahre. Also ich habe mich belastet im Alltag, nicht im Sport, im Alltag, und habe geschaut, ob ich meine Energie 12, 13, 14 Stunden halten kann, um dann, ich sag mal, um 21 Uhr oder um 22 Uhr dann noch relativ wach zu sein. Das heißt, ich sage, so, ich muss jetzt ins Bett fallen. Das ist schon mal die erste Übung, ganz wichtig. Ne? Und was habe ich gelernt? Letztendlich Konzentration. Ne? Wir können uns ja heute alle nicht mehr konzentrieren, das wird noch eine Katastrophe. Gerade dieses ganze Thema Multitasking und so weiter. Und alleine diese Ressource über diese Übung bringt schon eine ganze Menge. Okay.